Twitter gegeben haben, über die wir jetzt auch gleich diskutieren können. Ich hatte eben noch vergessen, das eine Buch hochzuhalten von Frau Dr. Herz, das draußen auch zu haben ist. Zusammen mit Wolfgang Fieger, Haftung politische Polizei in Thüringen 45 bis 52. Und gerade erschienen, aber wohl in Berlin noch nicht vorrätig, ist ihr neues Buch über die Haftanstalt des MFS in der Andreasstraße. Es ist wohl in Erfurt schon vorrätig und die Landesbeauftragte verschickt es, aber Sie haben es noch nie nach Berlin mitbringen können. Ja, ich habe es sozusagen nach Transportgründen. Jeder kann es sich bestellen in Thüringen. Die Adresse findet sich leicht im Internet. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen nochmal die beiden anderen Podiumsteilnehmer vorzustellen, wobei Karl Wilhelm Fricke vorzustellen, ist erstens unnötig und zweitens vermessen. Aber aus bestimmten Gründen, das ist der Joke, auf den ich oder die Pointe, auf die ich vorhin hingewiesen habe, möchte ich das doch tun. Sie sind wohl derjenige von allen in Deutschland tätigen Wissenschaftlern und Journalisten, der sich erstens am längsten und zweitens am intensivsten mit dem Staatssicherheitsdienst beschäftigt hat, nämlich als Wissenschaftler mit zahlreichen Büchern, zum Beispiel schon 1962, also das erste, was mir bekannt ist, anonym erschienen, der Staatssicherheitsdienst. Dann bei mir auch im Bücherregal stehen die Staatssicherheit Köln 1982, Opposition und Widerstand in der DDR, Köln 84 und unmittelbar nach der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit MFS intern Köln 1991 und sicherlich seitdem noch eine ganze Reihe weiterer Bücher, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Sie sind außerdem als kenntnisreicher Journalist zu allen DDR-Themen tätig gewesen, unter anderem für den Rheinischen Merkur, für Radiosender, den Deutschlandfunk und schreiben heute, wenn ich das richtig sehe, für die Kollegen von der FAZ viele Rezensionen und Berichte. Aber Sie sind heute sozusagen nicht nur als Wissenschaftler und Journalist bei uns. Sie sitzen gewissermaßen virtuell doppelt neben mir. Sie sind nämlich nicht nur Wissenschaftler und Journalist, Sie sind auch Zeitzeuge. Und zwar Zeitzeuge der frühen politischen Repression in der SPZ und der frühen DDR auf denkbar radikalste Weise. Ihr Vater ist 1946, wir werden darauf sicherlich zurückkommen, verhaftet worden unter fadenscheinigen Vorwürfen. Er ist in Buchenwald gewesen, er ist in Waldheim verurteilt worden und er ist in Waldheim zu Tode gekommen 1952. Und Sie selbst sind 1949 auch verhaftet worden und haben dann, spätestens dann, gesehen, dass es nicht geht in der SPZ DDR und sind in den Westen gegangen und haben fortan als Journalist sehr stark gearbeitet an dem Thema Aufklärung über Zustände in Ostdeutschland, wenn ich das ganz allgemein sagen darf. 1955, das wird jeder im Saal von Ihnen hier wissen, ist Karl Wilhelm Fricke dann im Wege des Menschenraubes aus West-Berlin entführt worden, zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, die er, glaube ich, bis auf den letzten Tag abgesessen hat, absetzen durfte. So etwas wie Freilassung auf Bewährung gab es da nicht. Und seitdem arbeiten Sie zu Themen der Aufklärung der DDR, seit 1989 zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Guten Abend, Karl-Wilhelm Fricke. Und Robert Engelmann, der uns ja heute Abend schon als Vertreter des Hauptveranstalters begrüßt hat, darf aber auch noch vorgestellt werden. Sie vertreten die BSTU, die Behörde der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Sie stammen aus München und haben Ihre wissenschaftliche Laufbahn eigentlich mit einem ganz anderen Thema begonnen, nämlich mit dem frühen italienischen Faschismus oder überhaupt mit dem italienischen Faschismus und haben eine ganze Zeit in Rom dafür auch gearbeitet. Aber schon seit 1992 und damit seit 15 Jahren gehören Sie zur Abteilung Bildung und Forschung, also quasi fast von Anfang an der BSTU und haben, also erst der Gauck-Behörde, heute der Württler-Behörde und haben eine Fülle von Büchern vorgelegt und eine Zahl von Aufsätzen auf einer Website, die ich gefunden habe, wo ich dann irgendwann aufgehört habe zu zählen, weil auch oben drüber freundlicherweise stand, aus war. Also das habe ich mir dann gespart, das jetzt auf eine Zahl zu bringen. Sie haben auch mit Dr. Fricke zusammen zwei Bücher zum 17. Juni, mindestens zwei Bücher zum 17. Juni vorgelegt, mit vielen anderen Kollegen weitere und sind vielfach eben mit Themen zur Frühgeschichte des MFS auch zu den sowjetischen Beziehungen hervorgetreten. Guten Abend, Herr Dr. Engelmann.
wenn ich dann sozusagen beginnen darf, in unsere Diskussion einzusteigen. Frau Dr. Herz hat uns ja eine ganze Menge Hinweise gegeben, Splitter, Beispiele für die Zeit Ende 45 bis, sagen wir, Anfang 1950. Sie hat das getan am Beispiel der DDR-Provinz. Herr Fricke, ist diese Entwicklung in der großen Linie nach repräsentativ für die gesamte SPZ-DDR oder ist das sozusagen ein Sonderfall? Was ist Ihrer Ansicht aus jahrzehntelanger Beschäftigung mit der DDR-Staatssicherheit? Es ist kein Sonderfall. Es ist in den damaligen Ländern, später in den Bezirken, ähnlich verlaufen wie in Thüringen. Es ist sogar so gewesen, dass die ersten Strukturen, die Sicherheitsstrukturen in Sachsen aufgebaut wurden und das dann aufgrund der Intervention von Kurt Fischer, dem späteren Präsidenten der deutschen Verwaltung des Innern, sogar durchgesetzt wurde, dass das Muster für Thüringen auch geworden ist. Insofern ist es da ganz typisch und ganz charakteristisch für alle Länder und natürlich auch für Berlin. Ich bin im Übrigen dankbar, dass Frau Herz deutlich auf die Politisierung der Polizei, die frühzeitige Politisierung der Polizei hingewiesen hat. Das ist wirklich das Wesentliche. Es war von Anfang an ein Repressionsinstrument, das von der Kommunistischen Partei, zunächst von der KPD und dann von der SED kontrolliert und instrumentalisiert worden ist. Das muss man von Anfang an als gegeben ansehen. Und das war mir ein sehr wichtiger Hinweis, dass ich das nochmal ein bisschen unterstreiche. Aber nicht ganz einverstanden bin ich mit dem, was Sie sagten über die Ambivalenzen zwischen NKWD und NGB dann ab 46 und der K5. Ich glaube schon, dass die K5 nichts unternommen hat, was in irgendeiner Weise von den Russen oder von den Sowjets nicht abgesegnet worden wäre. Ich glaube, das frühzeitige ist. Verselbstständigung kann ich eigentlich nicht erkennen. Vielleicht können wir darüber nochmal diskutieren, aber da würde ich warnen, dass man sich da in Illusionen hingibt. Es waren immer zunächst einmal Erfüllungsgehilfen der sowjetischen Geheimpolizei, die K5-Kader. Herr Engelmann, wir haben mindestens als Behörde, als BSDU vermutlich, aber auf jeden Fall als Publizistik, die in Berlin sitzt, liegen wir leicht der Problematik sozusagen vom Berliner Blick aus, die ganze Entwicklung der BSDU, Stasi, Entschuldigung, jetzt komme ich schon durcheinander mit den beiden Institutionen. Die BSDU ist ein bisschen kleiner als die Stasi, das ist mir wohl klar. Wenn wir also sozusagen den Blick immer auf die Berliner Entwicklung konzentrieren, auf Milke, wir haben im Blick natürlich Normannenstraße, wo ja auch ein Ursprung der Stasi von ganz früher Zeit an da ist. Verfälscht das sozusagen selbstkritisch auch gefragt an uns als Publizisten, verfälscht das möglicherweise dieser Blick auf Berlin den viel wichtigeren Blick auf die Provinzen, wie Herr Dr. Fricke ja gesagt hat, Sachsen ist eigentlich die Keimzelle. Also ist das ein Problem, dass wir auf Berlin schauen und wie können BSDU, wie können Forscher damit umgehen? Naja, also für das Thema, was wir jetzt heute primär besprechen, ist der Blick von Berlin aus sicherlich nicht der interessanteste. Fricke hat darauf hingewiesen, die Entwicklung wurde in Sachsen zunächst vorangetrieben. Sachsen war, es gab auch ein, man kann sagen, ein richtiges Nord-Süd-Gefälle. Also in Sachsen und Thüringen war die K5 relativ stark, auch schon frühzeitig stark. Mecklenburg bestand sie im Frühjahr 47 auch nicht richtig, gibt es entsprechende Klagen, also gerade in Brandenburg war es ähnlich. Berlin war sowieso ein Sonderfall und die deutsche Verwaltung des Innern war nicht so stark, wie das erscheint, wenn man, weiß ich, das SPZ-Handbuch etwa liest. Das war nur scheinbar eine stark zentralisierte Struktur. In Wirklichkeit spielen die gerade in den ersten beiden Jahren, also 45, 46 und auch bis ins Jahr 47 hinein, auch die lokalen Dienststellen eine große Rolle. Man muss sich ja vor Augen führen, dass die auch immer die anderen Dienststellen ja eine ähnliche lokale, regionale Struktur hatten. Also
die Opergruppen, Operativgruppen des MdB beziehungsweise dann die Opersektoren, waren ja die direkten Ansprechpartner. Insofern ist der Blick auf die Provinz gerade für die Frühzeit besonders erhellend. Dann kommt noch hinzu, dass es natürlich immer auch anschaulicher ist, wenn man die Geschehnisse vor Ort betrachtet. Wenn ich daran anschließen darf und Sie als jemand, der ja auch die Forschung zu diesem Bereich sicherlich sehr stark überblickt, weil ja ein wichtiger Bereich der Quellen bei Ihnen in Ihren Archiven liegt, ist da gegenwärtig schon genug getan worden? Für Thüringen haben wir gehört, da gibt es Publikationen, da gibt es eine Expertin. Ist da schon sozusagen Forschungsarbeit am Laufen oder ist das jedenfalls für größere Bereiche außerhalb Thüringens noch sozusagen unbestelltes Land? Also völlig unbestelltes Land ist es nicht, aber die Arbeit von Frau Dr. Herz ist hier sicherlich eine Pioniertat. Aus der Berliner Perspektive oder sagen wir mal aus der Vogelflugperspektive ist sicherlich schon das eine oder andere geschrieben worden, oftmals so als Vorgeschichte des MFS, also unter diesem Thema Vorgeschichte des MFS. Aber es gibt sicherlich da noch große Aktenmengen, die man auswerten kann, weil die auch verstreut liegen. Also die liegen nur zum geringen Teil bei uns. Mielke hat Mitte der 60er Jahre mal so K5-Akten an sich gezogen aus irgendwelchen nostalgischen, ich glaube nicht aus, wirklich aus operativen Gründen, das hat keine Rolle mehr gespielt, aus Traditionspflegegründen wahrscheinlich. Deswegen liegt in dem Bestand der allgemeinen Sachablagen liegen einige recht aussagekräftige Akteneinheiten zur K5 und zur deutschen Verwaltung des Innern. Die Unterlagen sind recht verstreut, also sind auch im Bundesarchiv und natürlich auch in den Landesarchiven. Dann direkt angeschlossen an Frau Dr. Herz die Frage, wo sind denn die Akten her, die Sie uns heute Abend ausschnittsweise vorgeführt haben? Aus der Außenstelle, die ja in Erfurt ist, glaube ich, der BSDU-Außenstelle, aus dem Hauptstaatsarchiv in Weimar oder JWD her? Also es gibt in Landespolizeibehördenstand in Weimar. Und diese Tätigkeitsberichte, die mir jetzt auch sehr viel geholfen haben, die sind bei der Bundesbeauftragten mit im Archiv in dem Sachaktenbestand, kann man sich sogar sozusagen die Aktennummern sind im Buch sogar veröffentlicht und bei der DVDI. Aber es ist natürlich ein ewiges Hin- und Her-Gesuche. Und mein Ausgangspunkt war eigentlich mal so ein bisschen der gewesen, also ich bin so ein bisschen auch mal von der Frage ausgegangen, wenn die deutsche Justiz, also die hat sich ja doch relativ vergleichsweise noch später also entwickelt als die Polizei in Richtung kommunistische Klassenjustiz. Und wenn die deutsche Polizei massenhaft Leute aus politischen Gründen inhaftiert, müssen die ja irgendwo hin. Das war so eine Grundfrage, die für mich so ein bisschen so der Ausgangspunkt gewesen sind. Und dann hat sich das immer mehr aufgeufert und dann sind natürlich diese ganzen Facetten dann auch dazu gekommen. Bitte? Man sollte vielleicht den Blick nicht verengen auf die Polizeiakten, auf die Hinterlassenschaften der Polizeiarchive, sondern man sollte auch in die Parteiarchive schauen, sowohl in die Parteiarchive auf Landesebene als auch in das zentrale Parteiarchiv der SED. Sie haben mit Recht vorhin daran erinnert, dass die Sowjets 1948 grünes Licht für die Bildung eines eigenen Sicherheitsapparates in der DDR gegeben haben. Aber das ist nicht von den Sowjets ausgegangen. Das war eine Intervention der SED-Führung, Wilhelm Pieck, Rothewohl und Ulbricht im Dezember 1948, nachdem sie im Juli schon mal vorgeführt hatten in Moskau, haben sie in Moskau dafür plädiert, einen eigenen Sicherheitsapparat aufzubauen. Und dann ist es dazu gekommen, dass das Politbüro der russischen Partei diesem Anliegen stattgegeben hat. Und dann ist erst nach einem längeren Klärungsprozess auch zwischen den verschiedensten Sicherheitsapparaten auf beiden Seiten, also Russland und Sowjets und SPZ, DVI,
ist dann im September 1949 ein geheim gehaltener, selbstverständlich geheim gehaltener Beschluss des Politbüros der SED zur Schaffung eines Ministeriums für Staatssicherheit gefasst worden. Und da sind im Grunde genommen die Würfel für den Aufbau des Stasi-Apparates geschaffen. Alles andere ist dann formal. Das heißt, es wird dann eine große Pressekonferenz gestartet, wo über angebliche westliche Agententätigkeit und Sabotage in der SBZ resoniert wird. Das ist Ende Januar 1950 gewesen. Und am 8. Februar 1950 ergeht dann das Gesetz über die Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit, das aus drei Sätzen besteht, in dem die Kompetenzen des Ministeriums überhaupt nicht definiert waren. So ist die Entstehungsgeschichte. Sie ging von der Partei aus, weil die Staatssicherheit von Anfang an Schild und Schwert der Partei sein wollte und sein sollte. Herr Fricke, ich widerspreche Ihnen nur ungern, ich tue es auch nicht wirklich, weil ich nämlich den Widerspruch dann gleich auf die andere Seite des Tisches hoffentlich rübergebe. Ich habe in einem Aufsatz von Ihnen, Herr Engelmann, gelesen, dass die SED sich bis zu dieser Entscheidung im Sommer oder im Dezember 1948 ja die ganze Zeit bemüht hat, so etwas wie einen wie Finger in den Sicherheitsapparat hineinzubekommen und das eben nicht gelungen ist. Nochmal gewendet, die SED ist im April 1946 gegründet, also ihr wisst das ja, eine Zwangsvereinigung gestanden, das muss ich jetzt nicht ausführen. Und dann dauert es ja 2,5 Jahre, bis sie die Finger reinbekommt, tatsächlich in den Staatssicherheitsapparat. Stimmen Sie, Herrn Fricke, bei dieser Charakterisierung zu, dass es also sozusagen auch die Parteiarchive von ganz zentraler Bedeutung für diese Frühzeit K5 sind, dass die Partei schon relativ früh versucht hat, da reinzukommen, oder ist das eher nicht so? Naja, ich meine, in diesem Zusammenhang ist zu sagen, Ulbricht hat sich seit Sommer oder eigentlich schon das ganze Jahr 48 bemüht, dass dieser Apparat geschaffen hat, also ein deutscher Stasi-Apparat. Und man muss, das hat der Fricke ja dargestellt, und das ist deshalb nicht gelungen, weil die sowjetische Staatssicherheit dagegen war. Aber Kumow wollte das nicht. Und Stalin hat im Dezember gegen seinen Staatssicherheitsminister entschieden. Der wollte auch im Dezember 48 noch nicht, dass ein deutscher Staatssicherheitsdienst gegründet wird. Aber Sie sagen ja auch, erst in 48 habe Ulbricht das versucht. Und Ulbricht ist der starke Mann ab 46. Und dass die Geheimpolizei und die politische Repression absolut wichtig sind für eine kommunistische Herrschaft, ist ja auch schon 46 und 47 so. Also wie ist es in diesen anderthalb Jahren? Versucht die Partei da nicht den Finger reinzubekommen? Vielleicht auch am thüringischen Beispiel oder allgemein, wenn Frau Herz darauf antworten. Naja, es gab ja die K5. Die K5 war sozusagen der erste Schritt dazu. Aber es für Abakumov war das trotzdem ein großer Schritt, dann zu einer richtigen deutschen Checker zu kommen. Aber Kumow hat von der K5 nicht viel gehalten. Also er hat dagegen über Stalin argumentiert, die Deutschen haben keine geeigneten Kader und deswegen können sie dieses Vorhaben gar nicht in Angriff nehmen. Er hat übrigens die Sache auch verzögert. Es hat ja dann bis zum Frühsommer 1949 gedauert, bis das überhaupt in Gang gekommen ist mit dem Aufbau dieses Apparat, ist der dann zunächst als Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft firmierte. Aber er hat nur 10% der K5-Mitarbeiter ins MFS übernommen. Die wurden ja alle überprüft vom MGB. Und 90% der K5-Mitarbeiter wurden aussortiert. Das zeigt, dass es erstens eine andere Qualität hatte, was da entstand, als Stasi, und es zeigt auch das extreme Misstrauen, das der MGB-Apparat gegenüber den Polizeistellen, selbst dieser besonderen Polizeistelle K5, hatte. Frau Herz, wenn Sie uns das nochmal aus Ihrer eigenen Forschung beleuchten können, vielleicht unter dem besonderen Aspekt oder ergänzt um den Aspekt, der mich sehr interessiert, wie stark war denn der SED-Einfluss
in K5, also wirklich in den Jahren 47, 48, wie stark waren SED-Kader dort beteiligt? Gab es schon sowas wie Parteileitungen in K5, wie wir es ja später in der Stasi haben, ganz groß sogar. Gab es sowas oder wie ist das Verhältnis SED-K5 in dieser Zeit 47, 48? Also ganz am Anfang hat natürlich die Verflechtung über diese Buchenwald-Kommunisten eine sehr große Rolle gespielt. Entschuldigung, also die Buchenwald-Kommunisten, Busse war ja Innenminister gewesen dann auch, also da gab es schon so Personalbefunde und die Protokolle der Landesleitung, die sind sehr interessant auch, weil zum Beispiel dann 46 gab es dann so den Vorschlag, wir lassen uns von der K5 oder überhaupt von der Kriminalpolizei auch die Listen geben, wenn jetzt zum Beispiel SED-Mitglieder irgendwie straffällig wären, damit wir die schnell genug ausschließen können. Das ist ja später auch gang und gäbe gewesen. Man hat ja, also das ist so eine Form. Und dann wieder nochmal, auch wieder Mitte 1948, da habe ich also zum einen gibt es in der Landes-, also beim LKA-Chef von Weimar, der hat dann so abgeheftete Informationen, die aus der SED-Landesleitung kommen. Da gab es dann so ein Referat, das hieß Informationen und noch was. Also es war so eine Information und da standen eben halt auch so bestimmte einzelne Vorgänge, was dann in Greiz gab es den politischen Vorfall und dann in Nordhausen den, in Weimar den und das und das. Und da standen dann dahinter, da standen dann so also Häkchen oder da stand dann K2 und da stand dann an manchen Sachen K5. Also gehe ich davon aus, dass diese einzelne Meldung von dem LKA-Chef direkt ins K5 dann in diese Vorfälle wahrscheinlich in dieses C3 ging. Und dann gibt es aber auch nochmal noch eine andere interessante Geschichte, die glaube ich nur in Thüringen dann war, als die also so eine konzertierten Aktionen gegen Flugblätter in Erfurt und Weimar machen wollten. Da entwickelte sich so eine, also die innerhalb der SED entstanden auf einmal sogenannte Aktivgruppen. Da war dann also sozusagen von der Kreisleitung jemand dabei, dann irgendwie von den Betrieben. Und dann sollte immer ein K5-Mitarbeiter in diesen Aktivgruppen dabei sein. Und dann hat man gesagt, wir unterstützen die Arbeit von K5 aus den SED-Strukturen. Und das irgendwann im Herbst wurde das, hat Ulbricht das mitbekommen und der fiel das ein, findet dort überhaupt statt. Und er hat also diese Verflechtung zwischen Polizei und SED, da hat er also sofort einen Riegel davor geschoben, weil das eben halt keine Verflechtung war, wo er sozusagen die Hand drüber hatte, sondern wo also auch die Gefahr war, dass die lokale SED-Struktur natürlich seinen innerparteilichen Status auch gefährden konnte. Also